es ist mega heiß hier drin. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Eigentlich hatte ich schon ein anderes Video vor ein paar Tagen, aber irgendwie ist die File jetzt weg. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber keine Sorge, ich kann das Video nochmal machen. Ich war jetzt bloß ein bisschen demotiviert, in den letzten Tagen ein neues Video zu machen. Aber ich bin heute sehr interessiert an den Songs, die wir uns heute anhören werden. Wir haben heute Denzel Curry's The Game. Wir haben Shindy mit dem Song Im Schatten der Feigenbäume. Dann haben wir Rin mit 1976 und wir haben Lazy Susan von 21 Savage, Rich Brian, Warren Hugh und Mazi Y. Und anfangen wollte ich mit Denzel Curry. Denzel Curry ist für mich jemand, der mit seinen letzten zwei Alben jetzt nicht so ein fantastisches Projekt rausgehauen hat. Ich sehe zwar viele, die das Album sehr gefeiert haben, aber für mich persönlich war es jetzt nicht so unfassbar krass, was völlig in Ordnung ist. Ich bin jetzt nicht super enttäuscht von ihm oder sonst was. Ich finde nur, es hätte weitaus besser sein können. Jedenfalls hat er jetzt einen neuen Song rausgehauen. Er heißt The Game und den werden wir uns heute anhören. Okay. Before you judge, do your research. Nigga, we heard. The street had only brought me ether and random outbursts. I told the hood that I'ma come back. Just get me out first. Erinnert mich sofort an den Intro-Song von A$AP Rocky's Testing. Ich glaube, der heißt Distorted Records. Erinnert mich sehr an den Song. I don't fuck with people that ain't on the same time. Too lazy to wanna make dimes, then wanna take mine. When it comes to fucking with dimes, you need the peace sign. If you see she independent and have a good vibe, that's the one you better stick with and keep on your side. The game, the game, the game, the game. These niggas out here screaming, nice. The game, game, game. Be the same niggas fucking up the game, game, game. Doing all this industry shit, I start to realize we looking up the junkies and shit that mimic their lives. Niggas go and get some new tax, wear the same chains, sabotage another black man, bro, all that shit lame. I got love for Megan, but also got love for no name, and I won't stop speaking to y'all until I change the game. Okay. Okay, nice, nice. Wirklich, wirklich nice. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das jetzt eine extra Single für sein neues Album wird oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber nice, kann man definitiv so stehen lassen. Als nächstes werden wir uns um Shindy kümmern. Shindy hat einen neuen Song rausgehauen namens Im Schatten der Feigenbäume. Das kann ich mir niemals merken. Jedenfalls ist das Ganze von OZ produced. Wir wissen alle, wer OZ ist. Ich finde es allgemein cool, dass sich ein Österreicher als Producer sich einen Namen machen kann in Amerika. Sei es Travis Scott, sei es Drake, sei es YNW Melly, sei es all die anderen Meek Mill, Roddy Rich. Ist einfach ein geiles Gefühl, sowas in seinen Reihen zu haben. Jedenfalls, er hat es produced und ich bin gespannt, wie der Song sich anhören wird. Ich kenne von Shindy nicht mal so viel. Ich kenne ein paar Songs, aber nichts Großartiges. Wie gesagt, ich kenne mich zwar im Deutschrap jetzt nicht so aus, aber ich weiß zumindest, dass Shindy eines der größeren Gesichter im Deutschrap-Genre ist. Ich muss gleich eins sagen, ja. Also es tut mir leid. Es tut mir leid, aber das Coverart ist beschissen. Du musst erstmal 5 Sekunden rausfinden, soll ich das jetzt so lesen oder so rumlesen oder was ist los? Und solche Covers und solche Fonts und sonst was hasse ich einfach zu Tode. Aber hat nichts mit dem Song zu tun oder sonst was, machen wir einfach weiter. Getrieben von Details und Schönheit, in der sich Gott spiegelt. Schlagzeilen, die die Zeitung in meinem Kopf titelt. Okay. Diamanten kratzen am Hals. Rapper wollen gegen mich reden führen. Mach die scheiß Tür auf, Junge. Ja, okay, 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 okay. Sag deinen Nazi-Großeltern, ja, sie müssen mich kennen. Ich bin der Vater von Nico, Vater von Pablo. Nicht schlecht. Ich bin positiv überrascht tatsächlich. Ist natürlich wieder so ein klassischer Rap-Song, wo man sich einfach selbst ein bisschen fühlt. Aber ich denke, das Instrumental lässt das auch einfach zu, weil es ein bisschen glossiger wirkt. Und deswegen funktioniert das Ganze eigentlich umso mehr. Meine Oma soll im Himmel tanzen, spiel ein bisschen Flöte. Weil ihr Enkel riecht nach Feilchenblatt und nie mehr nach Fritteuse. Ich bin hier das Krasseste, bis Schumi wieder aufwacht. Mütter stehen und glotzen, Münder stehen offen. Köpfe drehen sich wie ein Wembley nach meinem Baby blauen Bentley. Was ich mit dem Game gemacht hab, check die Kratzer auf meinem Rücken. Mein Flow ist Gottes Wille, wie das Wasser in den Flüssen. Okay, hey. Stimme gerade voll weg. Jedenfalls, jetzt ist meine Stimme wieder da. Echt guter Song. Kann ich absolut respektieren tatsächlich, dass man sowas im Deutschrap auf der Spitze hat. Ich habe immer ein bisschen ein Problem mit den anderen Künstlern, die schon bei der Mission Trendsetter-Folge dabei waren. Ich muss keine spezifischen Namen damit nennen. Aber das ist echt in Ordnung. Das ist wirklich was Feines. Hätte ich auch gar nichts dagegen,
dass ich den Song öfter hören würde. Die Coverart ist scheiße, aber der Rest, der Rest passt schon. Ich finde es einfach interessant, wie man auf manche Sachen im Deutschrap reagieren kann. Ich glaube, ich muss mal tatsächlich in seinen Katalog zurückgehen. Wenn ich sowas anhöre, ich finde sowas cool, sowas klar Ziel, weil hier hat man einen. Also, like man klingt, also es klingt hier wie so ein. Even is it was. Ich denke, das klingt. It's been a weird these past few months. Knowing klingt nicht wie eine Single, das ist wie so ein Albumcut, ja. Ich denke, sowas klingt eher nicht so wie eine Single, sondern wie ein Albumcut. You crazy son of a bitch, you're dead. Und sowas als Lucy rauszuhauen, finde ich echt interessant. Wenn das der Fall ist, by the way, ich weiß es ja nicht. Ich kann nur sagen, wie ich mich fühle und wie für mich das klingt. Das war echt interessant. Wow. Nicht schlecht. Vielleicht machen wir das auch als eigenes Video, dass ich vielleicht mal in seinen Katalog zurückgehe und mir ein paar Sachen anhöre. Mal gucken. Das war echt interessant. Und wenn wir schon über Deutschrapper sprechen, die ich ein bisschen respektiere, reden wir über Rin. Denn Rin hat einen neuen Song namens 1976 oder 1976, wir werden es erfahren. Produced wurde das Ganze von Alexis Troy, Ambessa und Palace. Was ich an Rin immer so mag, sind seine Songs, die nicht mit Autotune vollgequält sind. Was ich an Rin hasse, sind die Songs, die so mit Autotune vollgequält sind. Deswegen ist das immer so ein 50-50-Ding mit ihm, weil es hängt wirklich meistens echt nur davon ab, ob er so einen heftigen Autotune-Film schiebt wie auf dem Eros-Album teilweise oder eher die Cuts macht, die ich ein bisschen mag, wie Wasserkommunion, Dizzy Rascal Type Beat. Wie ihr vielleicht schon merkt, ich kenne mich ein bisschen mehr bei Rin aus. Es gab auf meinem früheren Kanal eine ganze Album-Reaction zu seinem Album Eros. Und dem Album habe ich, glaube ich, eine 2 von 10 gegeben, einfach nur, weil das ganze Album so viel Hoffnung hatte an sich mit den Cuts, die kein Autotune besaßen. Aber es waren leider bloß 2 Songs von 15 oder so. Und das war einfach jammerschade. Jedenfalls haben wir im Jahre 2021 mal den neuen Song 1976. Ich bin gespannt. Aber ich muss sagen, ich mag das Instrumental, okay? Ich muss aber gucken, ob ich jetzt mit der Stimme klarkomme. Es ist ein bisschen her. Pyramiden im Back. Nee, ich finde es ein bisschen penetrant, sorry. Aber ich finde, es hört sich jetzt nicht beschissen an. Wie gesagt, auch das Instrumental gefällt mir tatsächlich. Es ist ein bisschen groovy, ist ein bisschen leichter, ja, lockerer. Interessant, wirklich interessant, wie das Instrumental auch ein bisschen benutzt wird, um ein bisschen was, ich würde jetzt nicht sagen Club-Hit zu machen, sondern eher was Tanzfähigeres, ja. Weil ich kann mir auch definitiv vorstellen, dass das besonders für die Girls ein guter Hit wird. Ob das jetzt ein Sample war, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Rin das selber war mit dem Bomberklatt, aber ich hab's gehört. Ich finde das Musikvideo auch tatsächlich ein wenig interessant. Die laufen einfach ein bisschen, glaube ich, in Saint-Tropez, auf jeden Fall Frankreich, glaube ich, rum. Könnte aber horribly wrong sein und sowas sein wie Monaco oder was auch immer. Das ist jedenfalls mein Guess, aber ich finde das Musikvideo echt angenehm. Ein bisschen so Follow Me Around mäßig. Einfach ein bisschen gute Vibes spreaden, gute Zeit haben für 2 Minuten, 3 Minuten. Ich verstehe es. Danke Diesel, doch die Lunge brennt so heiß wie Benzin. Der Sommer riecht nach Trauer, ich bin trotzdem verliebt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich bin zwar jetzt kein Fan vom Song, aber ich kann es definitiv respektieren, für was es ist und für was es gedacht ist und was es darstellen soll. Ich finde es aber auch schön, dass ich eine Mission Trendsetter auf dem Kanal haben kann, die nicht daraus besteht, dass ich Leute fertig machen muss. Das tut wirklich tatsächlich gut. Weil wenn ich mich ständig damit beschäftigen muss, welche Farid Bang Songs tatsächlich beschissener sind als die anderen Farid Bang Songs, dann werde ich mad. Nee, aber ich finde es echt interessant, wie er das jetzt gerade gemacht hat. Bin ich dankbar dafür, dass ich es tatsächlich gehört habe, auch wenn ich es wahrscheinlich nie wieder hören werde. Aber mein Horizont wurde erweitert, ich respektiere es mehr, ich finde es schön. Zuletzt werden wir uns 21 Savage, Rich Brian, Masuwai und Warren Hugh widmen. Die haben nämlich einen neuen Song namens Lazy Susan. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt aber nicht, für welchen Soundtrack das sein soll. Hier steht bei den Credits Marvel, aber ich habe keine Ahnung. Das wird wieder für irgendeinen Marvel-Film, Marvel-Comic, sonst was
was sein, aber ich kenne mich da leider zu wenig bis gar nicht aus. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben 4 oder 5 Marvel-Filme gesehen. Jedenfalls bin ich sehr interessiert daran, wie es sein wird, wenn Rich Brian zum zweiten Mal mittlerweile auf 21 Savage trifft. Ich fand den ersten Collabo-Song mit denen ganz okay. Ich fand halt, dass der Beat ein bisschen komisch war und das hat es ein bisschen ruiniert, aber es hat für Rich Brian gepasst, aber 21 Savage konnte nicht ganz folgen. Mittlerweile ist 21 Savage aber eine komplett andere Person. Und Rich Brian genauso. Das sind zwei weitaus erfahrenere Leute als wie beim ersten Collabo. Was ich auch interessant finde, ich kenne den Artist Masiwei noch gar nicht, habe ich noch nie gehört. Warren Hugh ist mir nur bekannt durch das Label 88 Rising. Er hat ja auch den Song California mit Nicki und Rich Brian, den ich richtig feiere. Er hatte da die erste Strophe und die fand ich eigentlich ganz geil. Aber sonst kenne ich von Warren Hugh gar nichts. Ich habe ja auch keine Ahnung, ob Masiwei der Producer ist, ob Masiwei jetzt ein Artist ist. Das werde ich jetzt gleich rausfinden. Welche Sprache ist das? Der Beat erinnert mich sehr an Take Heath tatsächlich, dieses Piano-Ding. Das wurde jetzt auch schon 100 Mal abgezogen, mindestens. Aber ich bin trotzdem interessiert dran, wie das Ganze ausgehen wird. Ich denke, das ist Masiwei, ich habe aber keine Ahnung. Okay. Das Instrument ändert sich auch. Ja. Okay. Wie der gerade reingekommen ist. Das ist immer so krass, wie 21 Savage den ganzen Raum einfach erschüttern lässt teilweise, wenn der reinkommt. Ohne Scheiß, das sollte wirklich so ein Case Study sein über 21 Savage, wenn er anfängt zu rappen. Ohne Scheiß, es ist brutal. Wenn 21 Savage zu rappen beginnt, dann ist es serious für mich, ja? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist jedes Mal einfach anderes fucking Level. Spaß, man. Was macht das Instrumental? So, sorry, was ist jetzt gerade los? Ist 21 Savage jetzt gerade gekommen oder fucking, was weiß ich, Alter? Ich weiß, das ist für einen kommerziellen Song, aber es ist trotzdem 21 Savage, Mann. Was ist mit euch? Das ist jetzt schon das zweite Collab mit 21 Savage und Rich Brian, wo das komische Instrumental einfach ein bisschen was ruiniert. Ich weiß nicht, was hier los ist. Hey, chase it back, ganz ehrlich. Real gangsta, I be solo, I was popping for the promo. We don't talk, yeah, that's the bro code. 8-figure deals on my desk, facts. No boy, this ain't checkers, this is chess. And you better pay the IRS. I might run a lap, I'm gonna run the world over a couple swerves over these new rappers. Okay, yo, er passt tatsächlich. Yo, er passt. Wer ist das? Ist das Masiwei oder ist das Warren Hugh? Ich muss kurz nachschauen, wer von den beiden das war. Das war Warren Hugh und Warren Hugh ist wirklich jemand, dessen Diskografie ich echt mal genauer anschauen muss. Ich sehe auch gerade die Bars da drin. Man, what's the use? Like Thundercat and Mac, I'm swimming deep inside your circle. Nice, okay, nice. Währenddessen sieht die Strophe von Masiwei so aus. Und auf jeden. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat, aber es wird schon irgendwas Geiles gewesen sein. Hier steht auch tatsächlich, wo das benutzt wird. Das wird Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Original Motion Picture Soundtrack. Ich habe keine Ahnung, wessen Marvel-Film das ist oder sonst was. Ich habe noch nie was von Shang-Chi gehört. Aber hey, cool für die Jungs. Get the bag. Okay. Schade, dass es nicht nur sein Song war. Hätten die das Instrumental nur zu Warren Hugh gegeben, dann hätte das vielleicht ein richtig geiler Song werden können. Und für dieses Piano-Take-Heath-Type-Beat-Dingens hätte man 21 Savage vielleicht benutzen können. Und dann hätte man Warren Hugh featuring 21 Savage gehabt. Das wäre tatsächlich geil gewesen. Ich glaube, die großen Gewinner waren hier Denzel Curry und Shindy. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen. Ciao.